endlich, wir haben den Mats gefesselt und seinen Stuhl gebunden, auf dass er nie wieder fliehen kann. Ich spiele Metal Gear Solid weiter. Oh Gott. Metal Gear Solid 2. Ah ja, I'm fabulous. Und Mats hat bestimmt nichts verlernt. Überhaupt nicht. Naja, gab jetzt da nicht so, also, so viel, was er verlernt. Hey, ich höre, ich sitze genau daneben hier. Du! Wir haben, glaube ich, aufgehört als Vamp. Ne? Vamp hat da seine Spuren hinterlassen. Oder Vamp, ja, genau. Geschrieben hat. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, der gerade exekutiert wird von einem Special Unit, Navy SEAL, whatever Team. Aber irgendwas scheint da schief zu laufen. Deswegen müssen wir jetzt. Meinst du? Bevor wir irgendwie so, also wir sind hier, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Wir sollten jetzt, glaube ich, hoch oder sowas, ne? Nur ganz kurz, ich glaube, wir sollten da hoch. Ja, musst du aber fragen, trotzdem. Ja, ich frage erstmal den Campbell, der sagt uns bestimmt, wo es hingeht. Colonel, oder frag ihn. Nein, wir rufen nicht die Rose an. Bitte nicht. Habe ich jetzt angerufen? Offensichtlich nicht. Doch. Raiden, SEAL Team 10 has engaged someone on the BC Connecting Bridge. Okay. The President is most likely there as well. Okay. The BC Connecting Bridge is on the north side of Strut B. The President is in danger. Ja. Go now. Don't forget to log into the node in Strut B. The node for Strut B is on the south side of the Transformer Room. It's to the west of where you found the Navy Captain. Navy Captain? Achso, der andere. Achso, das war das, was du gerade schon unten gemacht hast. Ja, ja, den haben wir schon. Aber nee, das hast du, bevor du Speicher hast gemacht, deswegen musst du normal machen. Du hast ja kein Radar. Also da unten war die. Ja, 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 ja. Und dann hast du mit dir, dann hast du den Solid Snake erst getreten, dann aufgeweckt und dann wieder mit einer Betäubungspille schlafen gelegt. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, so ungefähr kann es gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Du hast eine Stun Grenade geworfen und hast ihn dann noch. Aber mal, ich glaube, wir haben es ja schon runtergeladen. Dann kannst du raus. Nee, du, das hast du in den Radar oben rechts. Achso, ich dachte, ja, stimmt, ja, richtig. Du hast Back to Title Screen gedrückt. Echt jetzt? Oh. Na gut. Ich finde, das reicht auch für heute. Ja, das war echt lief alles sehr gut. Warum bietet man dann in diesen blöden. Ich habe es auch tatsächlich gesehen, ich habe nur Back to gelesen und da war ich weg. Ja. Gut. Ja, ich weiß, was heute. Ich weiß auch nicht genau, wieso es da ist, aber Cut. Ah, wieso Cut? Das können die doch mal. Also, es hat hier drin zu bleiben. Ja, das gehört dazu. Das passiert halt, das ist echt. Nein. Natürlich. Das ist echt so. Kannst du das nicht wegdrücken? Nee. Die wollen einfach, dass man das nochmal sieht. Der Hideo Kojima Game. So. Oh nee, du hast den Delete Save Games Knopf gedrückt. Habe ich mich doch vertan. Da haben wir das nochmal, wa? Ja. Das ist ein großartiger Start. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das irgendwie schief gehen könnte. Back to Title Screen als allererstes. Ich gerade schon gehört, das warum? Ist der beste Start. So. Hier, Metal Gear Solid. Von der nicht mehr gespeichert, das muss es nochmal aktivieren. Ja, okay. Und bitte ganz vorsichtig. Ja, ja, ich habe alles im Griff. Alles im Griff. Oh. So. Jetzt Download läuft, super, okay, so. Nein. Weil, weißt du, Back und Exit, aber es steht ja auch nochmal drin. Okay, kann ich auch einfach so zurückdrücken? Bam. Keine Ahnung, geht vielleicht. Guck mal, genau, wenn du zurückgehst zu dem Typen, der da im Anzug saß, der hatte, das wurde in der Zwischensequenz auch gezeigt. Oh ja, da hat er so ein was an seinem. Die haben wir durchgeschnittene Kehlen, ne? Was war der Vamp? Der Vamp, der die ausgesaugt hat. Der Vamp, der dann weggesprungen ist. Stimmt, wie er wirklich auch so drüber steigt. So, also wir sollen jetzt, jetzt wollte ich nochmal gucken. BC ist da oben. Das ist D. Genau, wir sind da unten links in B und zwischen D und B ist. Warte. Da müssen wir hoch, also nach Norden. Und wir sollten C, wo ist denn B? Wir sind in B. Ach, wir sehen, wir sollen A da hoch. Ja, hab ich doch verstanden. Ja, sag ich ja. Ich will doch nicht anschreien. Nein, war gar nicht. Ich war sanft darauf hinweisen. Freundliche Erinnerung. So, ich würde mal gucken. Was? So, Sensor. Geh nochmal zu der Tür. Ja. Das ist der. Dann war doch jemand in der Nähe gerade, oder? Ja, vermutlich. Das kann nur die Tür gewesen sein. Die biebt. Ich wollte hier unten ist ja auch. Nee, das ist dein AP-Sensor da unten, oder nicht? Ja, aber die vibriert doch. Vibriert. So. Stimmt, das recht. Boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir kommen sind. Von da sind wir gekommen. Ja. Da sind wir gekommen. Dann gehen wir hier lang. Sieht echt immer noch schön aus, ich bin immer wieder begeistert. Ja, das sich das dann. Kann man irgendwas machen? Jedenfalls eine Frau. Kannst du fotografieren? Nee, das ist einmal so schief. Wir haben auch keinen Fotoapparat mehr. Stimmt. Trotzdem auf. Das soll dann rausfallen, keine Ahnung. So, war hier noch was? Da sind Kartons. Dann machen wir die nochmal auf, wo wir schon mal hier sind. Aha! Und noch mehr Fotos. Yay. All diese Details, aber da ist so eine Zeichnung drin, kannst du die mal angucken? Hier?
oder? Ja, Freiheitsstatue. Konami-Eis. Konami-Eis. Was ist das da unten? Hm. Irgendwas anderes. Zu. Oh. Ha! Das cool, das ist so. Da wird geschossen. Wir haben jetzt schon mehr geschafft als letzte Folge. Lass, warte ab. Das, ja, das war ein bisschen. Oh, was ist denn hier los? Die schießen aber auch eher. Ja, gut, dass die Möbel immer noch lauter sind als die Waffen. Ja. What? Das ist der Präsident. Er spielt in der Saxophon. Oh. Hideo Kojima im Hintergrund. Ein gläsernen Saxophon. Was? Okay. What the hell is that? Come, put me out of my misery. Wahnsinn, das beschissene Schützen, ey. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? I don't know. I forgot the time card. Dass nicht der Präsident der Vereinigten Staaten ist, aber sie auch nicht. Alter, was hat die denn da? Queen. Take the president! Ready grenades! Ja, da wollen sie. A dud! Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Sieht wirklich Kojima immer in so einem einen weißen Schlüpper mit einem gläsernen Saxophon da im Hintergrund irgendwo rumstehen. Ist das Schlüpper? Sonst nichts, ist, oder? So, nee, hey, ist das schief gelaufen bei mir. Gläserne Schlüpper und weiße Mikrofon. Das ist eine Bohrinsel, fällt doch nur ins Wasser. Doch, das ist ein bisschen. Ein bisschen höher, ja. Aber ein bisschen mehr. Oh, was? So sorry, my beauties. I'll see you again someday. Wir haben ein extrem krasses Aufkommen von Tauben in unserem letzten. Das sind Place. Möwen. Tauben. War, warum? Ja, weil die alle mitgeschockt hat. Bei einer Railgun, die alles um Rom explodiert. Ja, die Tauben. Anti-Möwen-Gun. Rose. I love Möwen. Das sind keine Gänse. Was? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. What? It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives.
The priority is now on removing those C4s at the terrace wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Really? Raiden, this is real. And yeah. That's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real some or anime a bad bullshit. Dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Right. Sind die beiden ganz putzig zusammen? Bussi. Ey. Willst du mal sagen? C. I won't let you be just a dream. Eigentlich können wir nur einen anderen. Ey, wenn mir das irgendwann mal jemand sagen würde, ne? Ey, direkt in die Kniescheibe schießen. Das ist. Boah. Da steht's. B. Ja, korrekt. Du hast richtig. C. Ich will nur sicher gehen, das wird sich wieder verlaufen, weil irgendwer sagt, da geht's auf gar keinen Fall weiter. Wer hat das denn gesagt? Keine Ahnung. Ich erinnere mich an nichts mehr. Wovon redet ihr? Guck, wie das Wasser da so rauskommt. Also, it's all the details, ne? Da wird der Ozean gewässert. Gefüllt, ja. Ach, guck mal, die Maschinen machen den Ozean, wie diese Fabriken, die die Wolken machen. Ja, stimmt. Keine Möwe mehr hier. Irgendwo habe ich den Kommentar gelesen, ich soll mal eine Möwe erschießen. Was? Ja. Ich weiß, ich war auch schockiert. Ja, ich vergesse immer, mir mal die Easter Eggs vorher anzugucken, damit ich darauf hinweisen kann, zu dem richtigen Zeitpunkt. Was? War grün. Guck mal, dass er das sogar in der Ego-Perspektive, obwohl das erst nach der Lava-Zeit kommt. So, denk dran, du hast jetzt wieder kein Radar mehr. Sei vorsichtig, du musst in wieder. Ich hab meinen Sensor an. Du könntest vielleicht den Campbell fragen und der sagt dir wieder, wo der Node ist, wie gerade. Gucken wir mal. Dann können wir wieder in den Title-Screen gehen. Ist auch Campbell, ja, ne? Ja. It's possible the terrorists will attempt to destroy the big shell in retaliation for the SEAL strike. Defuse the bombs before they make that move. The bomb disposal expert is somewhere in Strut C, where you currently are. Locate him and request his assistance. Du hast Snake gar nicht mehr in der Liste. Oh. Oh, ja. Oh, weiß noch einer wie... Fuck. Weiß nicht, 14116 oder so? Ist nicht 14112? 14115 kann das auch sein. So, 1612. Muss einer mal kurz googeln. Weil das ist was, was man eigentlich haben sollte, deswegen muss man das auch haben. Wie haben sie herausgefunden? Ich glaube, das war der erste Tipp, den ich gehört habe, aber wer weiß schon. Asleep? Ich muss das Handy wegnehmen, sonst stellen Geräusche. Ich weiß, ich mach's auch aus. So. Okay, jetzt haben wir ihn also angerufen und er hat geschlafen. Drück mal auf unten, ob der in der Liste ist. Ja, jetzt? Ja. Ja, alles okay. Also gut, dann suchen wir jetzt den Bomb-Disposal-Expert. Ja, sollten wir mal machen, ne? Was ist denn hier? Also Spiegelung. Spiegelung ist selber, ja, ne? Oh. Okay, wir haben ja den Sensor an. Kommen wir hier rein? Ja. Jawohl, eine Toilette! Oh, also hier Miss Amerika. Miss Amerika. Ja, guck mal, dass nicht Miss Amerika ist, weiß ich auch nicht. Es ist mir sofort unangenehm, jemals auf diese Toilette zu gehen, weil wer weiß, was da schon was passierte. Bei Miss Amerika? Ja, ja. Miss Amerika ist eine Ehrenfrau. Ja. Geh mal zu den Women, ob da ein männliches Model hängt. Da hängt ein Bild von Ideo. Nackt mit Saxophon. Mit seinem Saxophon, genau. Mit dem Schlüpper. Was ist das denn? Bandage? Nee. Bandage sehen anders aus. Buh, sexistische Kackscheiße. Ja. Finden wir nicht so gut. Das ist das sexistischste Metal Gear Solid. Diese nicht vorne Poster, da kommt nichts Schlimmeres, keine Sorge. Das war die schlimmste Darstellung von Frauen, die du jemals im Metal Gear Solid sehen wirst. Echt? Oh. Mhm. Japs.